Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir wenden uns heute wieder der Rache des Subs zu. Wir schauen uns gemeinsam an, was letztes Jahr im Mai bei mir eingezogen sind. Es waren wohl 17 Bücher, Sophie hat mir die Statistik verraten. Und nachdem es ja im letzten Monat und auch im Februar, glaube ich, nicht so gut lief, ach, drücken wir jetzt alle mal die Daumen, dass es vielleicht diesmal einen Monat gibt, wo gar kein Buch offen ist. Ich glaube, das gab es bisher auch nur ein oder zweimal in der Rache des Subs-Karriere. Aber ja, wir sind ja optimistisch und positiv und bei 17 Büchern, da könnten noch ein bisschen was offen sein. Ich denke, wir starten jetzt einfach, ich blende euch das Video wieder ein und dann gucken wir mal, was schon gelesen ist und was noch subbt. Der Blick geht wie gewohnt hier in diese Richtung, wo ich das Video schon geöffnet habe. Und ich weiß, dass diese wunderschöne Kette damals im April bei mir eingezogen ist. Die habe ich bei der lieben Sippy von Coyote Diaries gekauft. Und das erste Buch ist ein Hörbuch, Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek, gesprochen von Simon Jäger. Großer Untertitel, kein Thriller. Sebastian Fitzek hat hier ja während des ersten Corona-Jahres sozusagen irgendwie einen lebensbejahenden Roadtrip geschrieben. Es war so gefühlt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich bin ja so ein bisschen von Fitzek auch abgekommen, was seine Thriller angeht. Es hat mich hier dennoch gereizt, einfach zu sehen, was er daraus macht. Und wir haben zwei Personen, die sich nicht kennen, die irgendwie, ich glaube, bei irgendeinem Mietwagenstand aufeinandertreffen, irgendwie ein ganz altes, abgekrabbeltes Auto bekommen, jetzt miteinander losfahren und sich während der Fahrt eben die Frage stellen, was wäre denn, wenn heute unser erster, letzter Tag wäre? Was würden wir noch tun? Und dann passieren auch allerhand Abenteuer und Dinge und ach, es war schon ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Natürlich war so manche schöne Lebensweisheit, ein schöner Kalenderspruch sozusagen mit dabei. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich habe mich auch von Simon Jäger auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt. Aber ich weiß nicht, ob das... Ja, ich kann verstehen, dass Fitzek das gemacht hat und dass das auch gut ankam. Aber es war so okay und für zwischendurch ganz in Ordnung. Aber das ist halt einfach auch nicht mehr den Fitzek, den ich kenne. Oh, ganz anders von V.I. Schwab. Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue, ist das echt schon ein Jahr wieder her? Habe ich sehr, sehr, sehr gefeiert. War für mich im letzten Jahr ein absolutes Highlight, ähnlich wie auch die Trilogie, die ich vorher gelesen habe. Ich fand Eddie LaRue toll. Wir haben hier ein Mädchen, das einen Pakt eingeht, dass sie ja unsterblich ist, dass sie eben, also sie wird jetzt kein Vampir, sondern in ihrer Form eben kann sie nicht sterben. Und sie geht mit uns durch die komplette französische Geschichte, ist auch sonst in der Geschichte unterwegs und ist sehr einsam, ja, weil sie eben auch von niemandem gesehen werden kann. Jeder vergisst sie, der, wenn sie aus der Tür hinausgeht, bis dann eines Tages sich doch noch jemand an sie erinnert und sie wiedererkennt. Und das war so eine schöne Geschichte. Ich weiß, manche haben so ein bisschen die Länge kritisiert. Ich fand das spannend, ich fand das atmosphärisch, ich fand das toll erzählt. Ich mochte Eddie LaRues Charakter. Sie war nicht immer nett und immer sympathisch, aber sie hatte so etwas Besonderes und sie war sehr eigen. Und auch wie sie mit dieser Einsamkeit umgegangen ist und hier dann eben auch einfach davon erzählt hat, wie das eben ist, wenn sich niemand erinnert, wenn niemand irgendwie Gedanken ja an einen verschwendet oder sich erinnert und ja, man dann eben auch keine Freundschaften anfangen kann oder Beziehungen, weil sich der Partner eben am nächsten Morgen auch nicht erinnert, wer man war. Und das war so, so, so schön. Ich mochte auch die Twists gegen Ende sehr gerne. Ich fand die Auflösung toll. Ich fand es gut, wie es geendet hat und ja, seitdem, gerade auch im letzten Jahr, ist dann tatsächlich V.I. Schwab wirklich für mich eine ganz, ganz tolle Autorenentdeckung geworden, die mir wirklich unglaublichen Spaß gemacht hat und die mich da im letzten Jahr wirklich mehr als begeistert hat. Dann ist die Wahrheit von Melanie Rabe, glaube ich, bei mir eingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zuge. Ich glaube, weil ich Kreativität im Januar, Februar, März irgendwie gelesen hatte, dachte ich, ich probiere es nochmal mit einem Thriller von ihr, weil ich Kreativität, ich glaube, so war es tatsächlich, richtig, richtig toll fand, war für mich zum Hören und Lesen ein Highlight. Ich hatte von Melanie Rabe schon Die Falle gelesen. Das war irgendwann mal vor 2, 3 Jahren in einer Leserunde. Und habe dann hier tatsächlich die Wahrheit mit am spannendsten gefunden, werde aber mit den Thrillern von Melanie Rabe nicht so richtig warm. Auch hier haben wir irgendwie eine Frau, die ihren Mann vermisst gemeldet hat. Eines Tages heißt es, er ist jetzt hier, er landet im Flugzeug, mit dem Flugzeug, sie kann ihn abholen, sie erkennt aber relativ schnell, es ist nicht ihr Mann. Und alle glauben ihr nicht und das fand ich einfach auch nicht sehr logisch, nicht nachvollziehbar.
Und von Adeline Grace ist Fluch der sieben Seelen eingezogen, ist der Auftakt einer Dilogie. Haben wir, Becky und ich glaube auch beide Bände gelesen. Wir hatten hier so ein bisschen, so ein bisschen Piraten, wir hatten Wasser, wir hatten auf hoher See, wir hatten Schiff. Wir waren ein bisschen inspiriert von der Nikolai-Dilogie von Leigh Bardugo und dachten, ach ja, so ein bisschen Piraten sind hier unterwegs. Und uns hat die Reihe gut gefallen. Wir haben beide Teile, glaube ich, auch wie sie dann erschienen sind, zusammen gelesen. Wir haben hier wirklich so ein bisschen diesen Piratenstil und ich glaube, was uns ein bisschen gefehlt hat, war so eine Lockerheit und tatsächlich so ein bisschen dieses Schiffleben, also na, wie man da eben so früher auf dem Deck gelebt hat und dass das nicht immer alles so einfach war. Und wir haben hier eben auch so verschiedene Inselgruppen und ich glaube auch irgendwie eine Thronfolgerin, eine Kronprinzessin oder wie das war, die eben auch mit diesem Fluch etwas auf sich hat, so ein Monster herbeiholen kann. Also es war eine schöne Dilogie, hat uns Spaß gemacht und war wirklich tolle Urban Fantasy, soweit ich mich erinnere war. Oder nee, es könnte sogar High Fantasy gewesen sein. War auf jeden Fall gut. Kissing in the Rain von Kelly Moran. Kelly Moran kennt man von der Redwood Love-Reihe. Kissing in the Rain müsste, glaube ich, der Auftakt auch einer Dilogie sein, die, soweit ich mich erinnere, in Kanada spielt. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich den ersten Teil überhaupt beendet habe, weil ich glaube, mit der Protagonistin nicht zurechtkam. Das ist, glaube ich, die Tochter von einem Ranger, die irgendwie so abseits von allem lebt. Auf einmal kommen irgendwie zwei Typen und der eine bleibt, der andere wird irgendwie verletzt von einem Bären. Ach, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und die kommt sich dann irgendwie näher und ich, es war sehr ein bisschen langweilig, es ist nicht so viel passiert. Ich glaube, dass ich noch so in Erinnerung habe, dass mir die Natur ganz gut gefallen hat. Aber ja, also Kelly Moran konnte mich nach Redwood ja leider nicht mehr so begeistern. Und ich glaube, so war es auch hier. Also es könnte sogar sein, wenn ich so darüber nachdenke, dass ich den ersten Teil zumindest gelesen oder in dem Fall ja gehört habe. Aber habe ich da weitergehört? Ich glaube nicht. Bin mir auch nicht sicher, ob ich es beendet habe. Ach, ja, ja, ja. Aber es ist gelesen und somit von der Sub-Liste dann auch zum Abhaken. Ja, der Pfau, den haben im letzten Jahr sehr viele Menschen gelesen und es war auch ein sehr gehyptes Buch. So habe ich den dann, glaube ich, auch zusammen mit der lieben Anka gelesen. Es ist ein sehr dünnes Büchlein, was für mich nicht so funktioniert hat. Denn es geht hier ja um so eine Truppe von Bankern, die irgendwo im hohen Schottland, waren wir in Schottland oder in den Highlands, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, waren wir in Irland, ich habe keine Ahnung mehr, die da unterwegs sind und so eine Auszeit nehmen in so einem Hotel, wo es im Grunde irgendwie kein Internet gibt und so weiter. Und hier werden alle Klischees von Bankern hergezogen, die es gibt. Es geht auch irgendwie um diesen Pfau, der eine gewisse Farbe nicht mag. Ich weiß gar nicht, war es blau, war es rot, der, egal ob man das anhat, ob man das als Autofarbe hat, der da sehr aggressiv ist. Und dem Pfau ging es in erster Linie überhaupt nicht. Und es gab so Verstrickungen, ich konnte da selten drüber lachen oder schmunzeln. Meins war es tatsächlich leider nicht so ganz. Ich habe den Hype nicht verstanden. Ich habe 2, 3 Kommentare gekriegt, dass es vielleicht am Hörbuchsprecher lag, dass die Leute das so toll fanden. Hier geht es weiter mit V.E. Schwab, nämlich Vengeful, die Rache ist mein. Es müsste tatsächlich der zweite Teil sein, weil den ersten habe ich als E-Book gelesen und ich glaube, dann habe ich mir direkt den zweiten Teil, den ersten habe ich als echtes Buch hier und den zweiten habe ich als E-Book gelesen, so muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, der erste Teil, war der mal in einem Tauschpaket oder habe ich den über Tauschticket bekommen? Und auf jeden Fall ist dann der zweite Teil als E-Book bei mir eingezogen und ich fand beide Teile richtig, richtig toll. Ich mag den Stil von V.E. Schwab. Und wir haben hier so eine Art Superhelden, die Kräfte bekommen, wenn sie eben nahe dem Tod sind und dann eben wieder irgendwie daraus erwachen. Ist natürlich immer sehr gefährlich, weil es kann dann natürlich auch mal irgendwie was schief gehen. Und wir haben hier auch zwei Charaktere, die eigentlich zusammengearbeitet haben. Auch aus diesen Perspektiven erleben wir die Geschichte. Und erst sind die beiden eben befreundet, entdecken das. Und dann erfährt man aber schon im ersten Teil irgendwo, dass es hier einen Konflikt gibt, weil auf einmal sind die beiden eben eine Art Feinde. Das erfährt man recht schnell durch die Charakterwechsel und das war auch eine wahnsinnig tolle Dilogie, die ich sehr gefeiert habe. Dann habe ich das Gold der Krähen von Leigh Bardugo gelesen bzw. gehört, ist als Hörbuch bei mir eingezogen. Ich hatte es ja mit dem ersten Teil der Stadt der Krähen, wie heißt der erste Teil? Ist auf jeden Fall Silber. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Leigh Bardugo letztes Jahr im Grishaverse. Ach, das war großartige Fantasy. Ich mochte das Gold der Krähen auch mehr als den ersten Tag, auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Also es ist auf jeden Fall die Krähen-Dilogie.
Egal. Wir haben hier einen Trupp eben von Krähen, die einen Auftrag bekommen, bei dem man sehr viel Geld verdienen kann. Und wir sind eben in diesem Grisha-Universum, wo es eben Grishas gibt, die eine gewisse Magie haben. Und wir haben hier auch einen Trupp von unterschiedlichen Menschen und Grishas mit verschiedenen Kräften. Und es war super spannend, sehr packend, hat mir unglaublich gut gefallen. Von Holly Miller ist dann ein letzter erster Augenblick bei mir eingezogen. Das habe ich mir geholt, weil Sascha Rotermund unter anderem mitgesprochen hat. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Ich habe es gehört, könnte sogar ein Rezensionsexemplar gewesen sein. Aber um was ging es denn darum? Also es ist definitiv ein Liebesroman. Ich weiß gar nicht, haben die sich begegnet, mussten dann wieder auseinandergehen, weil beide in Beziehungen sind und planen dann, sich irgendwann in 5 Jahren wiederzusehen? Könnte das so gewesen sein? Oh, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich müsste mal meine eigene Bücherwoche schauen. Sascha Rotermund ist eine wahnsinnig tolle Stimme, sowohl was Synchronität angeht, als auch Hörbücher. Also wenn ihr den irgendwo hören könnt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Und das war für mich hier der Anlass, aber ich kann mich leider nicht so dran erinnern, um was es ging. Aber es ist definitiv gehört, daran erinnere ich mich. Rendezvous für einsame Herzen von Emily Blane habe ich abgebrochen. Das hat mir leider nicht so zugesagt, muss ich ehrlich gestehen. Das war nicht ganz so mein Fall. Mich hat das Cover angesprochen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das definitiv ein E-Book-Coverkauf in irgendeiner Art und Weise war. Aber ich bin da überhaupt nicht reingekommen, muss ich auch ganz klar sagen. War dann, glaube ich, auch ganz froh, dass es nur ein E-Book war, was bei mir eingezogen ist. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Haben die sich in einem Café getroffen? Ging es da auch irgendwie um Bücher? Ich kriege das nicht mehr zusammen. Aber es ist auf jeden Fall gelesen, weil ich weiß das so genau, weil ich erst vor 3, 4 Wochen meinen E-Book-Reader ausgemistet habe und neue Bücher drauf und andere Bücher, die ich gelesen habe, runter und ich das dann runtergemacht habe. Ach, Nevermore von Jessica Townsend. Ist das der zweite oder der dritte Teil? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, in welcher Reihenfolge das irgendwie war. Es müsste der dritte Teil sein. Ich glaube, der erste Teil war ja blau, der zweite Teil war rot. Und dann kam der grüne und ich habe das sehr geliebt. Ich liebe die Nevermore-Reihe. Ich bin sehr froh, dass sie weiterhin ins Deutsche übersetzt werden. Wir treffen ja auf Morrigan, die ein verfluchtes Kind ist, die eigentlich an ihrem 11. Geburtstag sterben muss, die für alles verantwortlich ist, was nicht gut läuft in ihrer Stadt, in ihrer Umgebung, in ihrer Familie. Und dann wird sie aber von Jupiter North gerettet und nach Nevermore gebracht. Und im ersten Teil erleben wir eben dieses Nevermore, dieses Städtchen, dieses Hotel, in dem sie dann unterkommt. Und hier sind wir dann im dritten Teil. Sommerträume am Meer von Karen Swan. Da hatte ich definitiv Lust auf Sommerbücher, wie man so ein bisschen dann erkennen kann. Und ja, hier habe ich mich auch fürs Hörbuch entschieden, weil Wohlfühlromane für mich da am besten funktionieren. Habe ich auch gehört, spielt, glaube ich, war das Italien? Ich würde das jetzt fast mal vermuten. Ging, soweit ich mich erinnere, um ein Kindermädchen, das mit der Familie eben dann in den Urlaub fährt. Und ja, das ist manchmal so das Problem an Wohlfühlbüchern. Sie vermischen sich alle so im Kopf. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Ist das nur mein schlechtes Gedächtnis? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also ich kann mich erinnern, es gehört zu haben. Und ich fand es, soweit ich mich erinnere, auch gut. Also es war jetzt kein Highlight, aber das sind Wohlfühlbücher ja in der Regel nicht, ne? Da müsste schon etwas ganz Besonderes drin vorkommen. Aber es ist gehört und ja. Ach, was für ein lustiger Zufall. Geschenk eines Regentages. Ich hatte letzte Woche Lust auf ein japanisches Buch und habe es auch gelesen. Ihr müsstet das dann jetzt auch schon in der Bücherwoche gesehen haben. Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt im Mai drankommt. Auch schöner Zufall. Ach, ich mag sowas sehr gerne. Und ja, ich dachte mir jetzt nämlich letztens noch, Mensch, das liegt doch schon ein kleines Weilchen hier. Ich hatte aber eher vermutet, dass es im Herbst eingezogen ist. Und also ich habe in meiner Neuzugängeliste nicht die also in der, ja, ich hätte nachschauen können, aber wo ich dann die Bücherlinks habe, zum Beispiel jetzt für den Thalia-Shop, da habe ich keine Monate, sondern kommen alle Bücher einfach untereinander. Und da habe ich nur so eine grobe Sortierung, kann mir aber nicht vorstellen, von wann das Buch dann irgendwie war. Und auf jeden Fall, ja, das habe ich gelesen. Da haben wir 4 Geschichten, die so ein bisschen zusammenhängen. Wir haben eine Geschichte aus Menschensicht erzählt, ganz zu Beginn eben das Geschenk eines Regentages ist es, dass wir eine Katze haben, die eben auf der Straße lebt, die auch, der es nicht so richtig gut geht, die dann von einer Menschen sozusagen gefunden wird, die sie mit nach Hause nimmt, die sie da auch pflegt und sie dann dort ein Zuhause findet. Und dann haben wir eben immer die Geschichte so ein bisschen
erzählt aus Menschensicht, aus Tiersicht und dann eben auch noch drei andere Geschichten, die alle irgendwie schon zusammenhängen, gerade die Katzen untereinander sich dann auch kennen. Und ja, war eine schöne japanische Geschichte. Ich fand auch sehr gut für den Einstieg geeignet. Ich glaube, ich bin nicht so richtig damit zurechtgekommen, was so die Tierperspektive angeht. Das war so ein kleiner Kritikpunkt, weil mir das doch ein bisschen sehr vermenschlicht war und ich auch einfach nicht glaube, dass eine Katze weiß, was ein Gasherd ist. Storm Dancer von Jay Kristoff, der Auftakt der Trilogie müsste das sein. Ja, mittlerweile ist auch schon der zweite Teil erschienen und gelesen und der dritte Teil wurde jetzt von Mai auf Juni verschoben, zumindest was das E-Book angeht. Ach, ja, ein geiles Buch, eine wahnsinnig tolle Geschichte, ein cooler, fancy Buchschnitt, war auch nicht ganz günstig. Ich glaube, das Hardcover 35 € gekostet, ist bei einem recht kleinen Verlag, beim Crosscard Verlag herausgekommen. Auch die anderen Bücher, der zweite Band war dann grün und der dritte ist, glaube ich, jetzt gelb, wenn ich mich recht erinnere. Und wir sind hier ja mit Jay Kristoff unterwegs in einem asiatischen Setting. Wir jagen den Donnertiger und wir haben hier eine Protagonistin, die stark ist, die tough ist, die toll ist, die aber auch Zweifel hat und auch sehr viele Verluste erleiden muss. Und es war eine wahnsinnig tolle und spannende Geschichte. Es ist auf den ersten 100 Seiten so viel passiert, wo wir haben es zu dritt gelesen. Hier sieht man auch nochmal die drei Bücher, wo wir dann auch zu dritt gesagt haben, dass damit hätten andere ein ganzes Buch gefüllt und ausgeschmückt. Und oh, das sieht schon wirklich toll aus, ne? Muss man schon sagen, auch mit diesen metallischen, ja. Eine wahnsinnige Geschichte. Ich liebe den Stil von Jay Kristoff. Ich freue mich auch so auf den dritten und abschließenden Band der Reihe. Ich freue mich auf das Reich der Vampire, was glaube ich auch im Juni, Ende Juni erscheinen wird. Und ich freue mich dann auch auf den letzten Teil der Aurora-Reihe, der ja mit Amy Kaufman herausgekommen ist. Also das wird so das Jahr auch von Jay Kristoff, so wie ich ihn mit Nevernight ja wirklich lieben gelernt habe, hat sich das hier auf jeden Fall fortgeführt. Und ich fand das richtig großartig. Also ich liebe Jay Kristoff Stil. Ich mag dieses düstere, blutige, dunkle. Ich mag auch so menschliche Abgründe. Ich mag dieses, dass auch Rache eine Lösung sein kann und dass es eben nicht immer so perfekt ist und schön ist, sondern einfach so, wie das Leben eben manchmal ist. Das finde ich, macht Jay Kristoff wirklich perfekt und das macht mir großen, großen Spaß. Dann ist von Emilia Schilling Love It Island Sommernächte bei mir eingezogen. Das ist, glaube ich, ein Auftakt einer Trilogie gewesen, wo wir irgendwie auf einer karibischen Insel waren. Und im ersten Buch begleiten wir eine junge Frau, die, glaube ich, um das College schmeißt und sich auf diese Insel flüchtet. Das ist auch so ein bisschen eine reichere Insel. Ich weiß gar nicht, ob sie dort arbeitet oder zur Freizeit unterwegs war. Ich glaube, sie war da als Animateurin unterwegs. Und ja, das fand ich ganz okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen. Und ich habe dann auch, als ich mit dem ersten Mal durch war, ich habe so gedacht, dass das auch so eine unabhängige Geschichte ist, wo eben drei verschiedene Perspektiven dann irgendwie in der Trilogie erzählt werden. Man hat hier nämlich auch schon Nebencharaktere kennengelernt, die eben auch eine Perspektive zu erzählen hatten. Aber ich habe dann eben im zweiten Klappentext gesehen, dass dann das Pärchen im Grunde weiter erzählt wird. Und dann dachte ich mir, was will man denn da eine ganze Trilogie über so eine Liebesgeschichte der beiden schreiben? Und ich habe dann nicht weitergelesen. Also ich habe den ersten Teil gelesen und auch beendet. War okay und auch schön für zwischendurch, aber da kommt jetzt das erste Subbuch. Willst du normal sein oder glücklich von Robert Betz? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drüber gestolpert bin. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Ja, vielleicht irgendwie im Booktube-Video. Aber ja, der Titel ist da wahrscheinlich Programm. Es ist halt ein Sachbuch. Ich finde Sachbücher immer schwierig. Manchmal sollte man sie am besten gleich lesen, wenn man den Gedanken hatte, es spricht mich jetzt an. Ich glaube, das wäre bei Sachbüchern immer die Lösung. Aber man muss da natürlich immer so ein bisschen sagen, wenn ich dazu greife. Also das erste ungelesene Buch. Und hier geht's weiter mit der Jane Austen Club. Auch das ist noch nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin. Ich glaube, weil ich sehr gerne tatsächlich auch Jane Austen lese. Und ich weiß, dass ich letztes Jahr mir von Jane Austen irgendein Buch besorgt habe, wo ich dachte, das möchte ich auch nochmal rereaden. Und nein, es war nicht Stolz und Vorurteil. Aber ich hatte, glaube ich, Sinn und Sinnlichkeit geguckt. Diese Verfilmung mit Kate Winslet und Hugh Grant und Alan Rickman. Ich keine Ahnung, wer da alles mitgespielt hat. Und da bin ich dann irgendwie wieder auf den Jane Austen-Trip gekommen. Und da bin ich, glaube ich, über dieses Buch gestolpert. Und ich fand, es klang irgendwie ganz niedlich. Ich glaube, die treffen sich da auch immer wie in so einer Art Buchclub. Und ja, das wird mir jetzt zu Verhängnis, dass die sich treffen. Und das waren sie jetzt, die Bücher aus dem Mai vom letzten Jahr. Von 17 sind 2 ungelesen. Ach, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ein sehr guter Schnitt. Ein Sachbuch, wo, ja, man muss da natürlich immer ein bisschen in Laune sein, aber ich werde es mir jetzt mal ein bisschen weiter höher ins Regal legen, damit ich einfach
demnächst zukünftig mal darüber stolple. Und der Jane Austen Club. Und ja, das könnte jetzt durchaus ein Sommerbuch sein, wo ich denke, das ist auf jeden Fall was für einen heißen Tag im Garten und dann eben schön in der Wiese liegen und Jane Austen Bücher genießen oder wie auch immer. Ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr froh, dass es nur zwei Bücher sind. Vielleicht habt ihr eins der beiden Bücher ja schon gelesen oder auch eins der anderen Bücher. Dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich schnaufe jetzt durch. Ich atme auch mal ganz tief durch und dann klappt das heute wieder ganz gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Rache des Subs. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.